Bereits zum 10. Mal findet diese Veranstaltung in diesem Hause statt. In diesem Jahr gibt es eine herausragende Neuerung. Durch die freundliche Unterstützung der Kids-Mieterfirmen Tatja B. mit Thomas Henke, DBTET Networks mit Dieter Fritsche sowie der Firma Sogidia mit Stefan Waldmann ist es gelungen, einen Internet-Livestream zu realisieren. Die Firma Tatja B. liefert die professionellen Aufnahmen. Die Firma DBTech Networks realisiert die gesamte Internetanbindung dieser Veranstaltung und die Firma Sogidia realisiert den Livestream. Ich danke diesen Firmen ausdrücklich für die Realisation dieser anspruchsvollen Aufgabe. Ich wünsche allen viel Spaß bei dieser Veranstaltung und gebe das Wort weiter an einen der Gründerväter der KIDA Open Source und Linux Tage, Herrn Dieter Fritsche. Dieter. Ja, vielen Dank für die Blumen. Ich begrüße alle herzlich, die hier gekommen sind. Ich freue mich, dass sehr viele da sind, viele, die ich schon kenne, viele, die ich zum ersten Mal sehe. Das ist ganz schön, dass viele da sind, die ich zum ersten Mal sehe. Das also sinkt damit das Risiko, dass ich hier was erzähle, was ich denen schon das dritte oder vierte Mal erzähle, weil einige Dönches, die ich hier bringen werde, kommen mehr so in den Bereich Klönschnack auf unserer Tech Cloud. Aber grundsätzlich wollte ich einmal einen kleinen Überblick über das machen, was wir sozusagen aktuell hier gerade tun. Es läuft für die, die es schon kennen, wie immer. Neu ist, dass wir unten kleine Benzel ausgelegt haben mit Pappschildern, wo man sich ein Namensschild ausfüllen lassen kann oder ausfüllen kann. Und dazu gibt es dann eben auch die Möglichkeit, sich da so einen roten Beppen drauf zu kleben, um damit deutlich zu machen, dass man nicht unbedingt Bock drauf hat, bei Twitter, Facebook und sonst wo gepostet zu werden, weil diese Unsitte, dass also man irgendwie pauschal veröffentlicht wird, ohne irgendwie gefragt zu werden, greift leider immer ein bisschen mehr um sich. Der Punkt hilft da nicht gegen, aber er hilft dabei, eben sich über diese Sache ein bisschen Gedanken zu machen, dass man eben auch die Zustimmung anderer braucht, wenn man deren Bilder irgendwo hochladen will oder deren Sachen. Ich möchte mich jetzt einmal bei allen bedanken, die mir hier in den letzten 10 Jahren bei der Veranstaltung geholfen haben, uns inzwischen also auch in dieser Linux-Initiative organisiert sind, um das hier zu realisieren. Die Kieler Linux-Initiative besteht im Moment aktiv so aus dem KIDS mit all seinen Mitarbeitern, die uns eben in Haustechnik, in der Rezeption unterstützen und uns da wirklich sehr viel Hilfe leisten. Dann haben wir die Firma Goos Habermann mit Hauke Goos Habermann, der eben hier mit die Linux Launch eingerichtet und vorbereitet hat. Dort kann man eben live an Linux-Systemen arbeiten, gucken, wie eben Videobearbeitung funktionieren kann, an Arbeitsplätzen sitzen. Wir hatten das früher mal Musterbüro genannt. Inzwischen hat sich doch der Fokus mehr so Richtung private Anwendung da verlagert. Deswegen haben wir da einen Namen gewählt und ein paar Möbel hingestellt, damit es da gemütlich ist. Dann möchte ich mich auch bei Maren Hachmann bedanken, die dieses Jahr die Umgestaltung und Neugestaltung der Flyer und Plakate übernommen haben. Die haben wir diesmal eben auch mit komplett Open-Source-Mitteln hergestellt und also nicht Open-Source gedruckt, aber die Vorbereitung dazu, sodass wir da auch nicht auf proprietäre Formate angewiesen sind, die uns mal ein bisschen genervt haben, wenn uns die Werbeagenturen dann PDF geliefert haben, wo man dann irgendwie hinterher nichts mehr ändern konnte. So können wir jetzt mit eigenen Mitteln das machen und bisher war die Bestückung der Kieler Linux-Initiative mit kreativen Gestaltern nicht so sehr dicke. Das hat sich jetzt geändert, das freut mich sehr. Dann auch bei der TopPoint möchte ich mich bedanken, die über lange Jahre uns hier unterstützt, da insbesondere in den letzten Tagen oder Wochen da Frank Bartels und Daniel Ehlers und Carsten Riefel und also die ganze Gruppe, die wir unten hier so sitzen haben, die mit ihren Frickelarbeiten und lustigen Ideen uns immer wieder zum Staunen bringen aus diesem Community-Bereich. Wir haben auch sehr viele, die mitgearbeitet haben, inzwischen aus verschiedenen Gründen sich zurückgezogen haben, zu viel Arbeit, zu viel Stress. Das sind also zum Beispiel Uwe Kastens, Stefan Mehne, Thilo Fenning und ja, alle, die mal bei uns in der Initiative gesessen haben und Tipps gegeben haben und mitgemacht haben, denen möchte ich danken. Und ich möchte natürlich auch allen Besuchern danken, die dadurch, dass sie jedes Jahr hier kommen und durch ihre Anwesenheit deutlich machen, dass es also Sinn macht, was wir hier tun. Und dann haben wir Sponsoren, die uns durch ihre Mittel
so ein bisschen das Budget schaffen, mit dem wir das hier veranstalten können. Da haben wir also einmal unseren Goldsponsor. Das ist das Divish Cluster Management, digitale Wirtschaft. Dann haben wir unsere Sponsoren, der Heinlein Support GmbH, das KITS ist auch so gesehen Sponsor, die Netios AG ist Sponsor, die SOIT Linux-Lösung aus Lübeck ist langjähriger Sponsor und Teilnehmer hier an dieser Messe. Und Zarafa Outlook Sharing und Web Access ist auch als Sponsor hier vertreten. Dann haben wir eine Medienpartnerschaft mit dem Linux-Magazin und dem PHP-Magazin. Da unten liegen eben Musterzeitschriften aus, die wir eben verteilen können. Wir haben da leider mit der sehr strammen Terminplanung vom Linux-Magazin etwas Problem. Normalerweise kommen die Sachen immer einen Tag vorher. Heute scheinen sie genau heute zu kommen. Also das Linux-Magazin liegt hoffentlich dann ab heute Mittag da unten aus zum Verschenken. Sonst haben wir es Montag, dann habe ich eine ganze Ecke zu lesen. Aber ich glaube, wird langweilig, weil es immer das Gleiche ist. Ja, die Linux-Launch wird von der Hardware-Seite unterstützt durch die Firma Logo Computer aus Kiel. Also die Computer, die dort stehen, wurden von dort eben zur Verfügung gestellt, damit wir da eben auch was Vernünftiges zeigen können und nicht eben auf Anhieb den Eindruck vermitteln, Linux ist doof, sondern es soll da schon ein bisschen bunt und ordentlich aussehen. Ja. Was haben wir noch? Wir haben hier eine Tombola, die macht es allerdings erforderlich, dass man nachher so gegen 17, 17.30 Uhr hier ist, damit man was gewinnen kann. Und das geht über diesen Feedbackbogen, der unten liegt. Da drin kann man also seinen Namen eintragen, wenn man möchte, seine E-Mail-Adresse. Dann werden Sie in unseren Verteiler aufgenommen oder ihr in unseren Verteiler aufgenommen und über weitere Veranstaltungen informiert. Wir haben leider dieses Jahr keine Stühle zu verlosen. Die sind alle, die hatten wir vom Schäfer-Shop damals bekommen und die sind also alle verlost worden bei den letzten Linux-Tagen. Diesmal ist der, ja, soll ich sagen, erste Preis ist so ein großer Pinguin, dieser Stoffpinguin, der da unten sitzt. Davon wird also jeden Tag abends einer verlost und zwar mit einer kleinen Zugabe dazu. Beim ersten Tag, also heute, wird da eine 10-User-Small-Business-Lizenz vom Zarafa oder Maintenance von Zarafa Server bei sein und morgen wird dabei ein Linux Hotelgutschein dabei sein, wo man für eine Schulung dann eben eine Schulung vom Linux Hotel besuchen kann. Dazu werden eben noch T-Shirts, Bücher und so weiter verlost. Das findet eben abends so ab 17 Uhr statt. Ja, dann will ich noch mal einen kurzen Durchschuss durch unsere Aussteller machen, die wir haben. Da haben wir also, ich habe sie alphabetisch sortiert, damit wir da irgendwie keine Gewichtung reinkriegen. Das Benno-Mehl-Archiv ist da, das ist also schlau, wenn man da mit B, vielleicht müssen wir mal einen mit A suchen, der vorne anfängt. Benno-Mehl-Archiv ist da, Chaos Küste ist unten vertreten, das Divish, die Ennet AG, die haben sich durch den Buchstaben auch wieder nach vorne gemogelt. Der Freifunk ist da, die Free Software Foundation Europa haben wir unten in diesem Community-Raum. GoosHabermann.de ist in der Linux-Launch zu finden. Heinlein Support sollte da sein. Vielleicht bin ich nachher erstaunt, dass er denn inzwischen da ist. Der Werbestand ist noch nicht aufgebaut und er ist noch nicht da, aber ich gehe davon aus, dass es passiert. Bis Berlin ist ja eine ganze Ecke und heute Morgen war es ja doch ziemlich kalt. Dann Kubuntu ist vertreten, LibreOffice ist vertreten, die Linux-Launch, die Netuse AG ist vertreten, die SAP mit der Datensicherung ist zusammen bei Ennet auf dem Stand. SOIT stellt seine Produkte vor, TopPoint e.V. ihre Arbeit und ihre Projekte und da unten in der Community sind noch weitere Projekte, die ich jetzt eben in der Schnelle hier nicht mehr auf den Zettel raufbekommen habe, also lohnt sich unten da immer zu gucken und zu klönen und Zarafa Server steht eben hier fast direkt unter uns und stellt eben sein Workgroup-System und Outlook-Sharing vor. Ja, und da denke ich also eben allen, die da immer wieder teilnehmen und uns dadurch Mut machen, diese Veranstaltung jedes Jahr wieder zu machen. Und ich freue mich auch, dass alle Referenten und Workshopleiter sich wieder die Arbeit gemacht haben, was zu tun. Bei den Referenten, die mit in die Organisation eingebunden sind, zu denen ich also mich da auch zähle, müsst ihr ein bisschen Geduld oder ein bisschen, Rücksicht darauf nehmen. Die Arbeit war sehr viel und am Ende merkt man immer, oh je, morgen soll ich drei Vorträge halten und wer macht noch schnell die Slides? Ja, dann sitzt man da wieder und bastelt sich was zurecht, was dann immer so ein bisschen auf Kosten der Gestaltung geht. Die Inhalte sind dann gut, aber die Folien sehen manchmal ein bisschen komisch aus. Aber ich denke, die Inhalte sind ja auch das Wichtigere.
Wir haben hier drei Räume, in denen die Vorträge stattfinden. Das eine ist hier dieser Raum 114, in dem wir uns jetzt befinden. Da finden die Vorträge statt, die auch live gestreamt werden. Wir haben dann unten den Raum 012, der ist hier sozusagen hinter dem Cola-Automaten. Dort finden die kleineren Vorträge statt. Und wir haben den Raum 07, der ist hinten, dort finden die Workshops statt. Je nachdem, also zu was ihr wollt. Und morgen Mittag finden LPI-Prüfungen statt. Die werden also hier im Raum 200 abgenommen. Das sind also die Räume, an denen das stattfindet. Unter uns ist die Cafeteria, in der sich eben die Community befindet. Und ja, die Community Area. Wir haben wahrscheinlich diesmal auch wieder keine Bratwurst, weil unsere Volkswurst-Braterei irgendwie kapeister gegangen ist. Also die hat sich lange nicht mehr gemeldet. Wir haben das also versucht, damit die Ernährung hier sichergestellt ist, mit Sandwiches, Wraps und Salaten und Süßspeisen auszugleichen, die unten am Tresen zu bekommen sind, alles für pauschal 2 Euro. Und wir haben dazu eine Kaffee-Flat, wo man eben einen Becher und für 7 Euro erwerben kann, der dann eben regelmäßig nachgefüllt wird. Ich hoffe, dass also die Kaffeemaschine durchhält.